Ja, hallo liebe Espresso TV Freaks, es schaut mal wieder richtig schlimm aus. Quatsch. Also wir haben hier kleine Maschine. Ich mache jetzt das Unpacking etwas anders, weil immer gleich ist auch langweilig. Okay, also Bezzara gibt es ja schon eine Weile, seit 1901 in Milano. Und das hier ist praktisch so die Verpackung. Sieht man hier. Okay, also das ist so das Unterteil. Und hier ist natürlich das Oberteil. Das nehmen wir jetzt mal ab. Und was soll ich dazu sagen? Hier haben wir die Bezzara Aria. Noch nicht mit PID, aber schon komplett in Stainless Steel, also in Edelstahl. Und das ist sie. Und zwar ist es so, natürlich kommt es so ab Werk und wir ziehen dann nachher gleich die Folie ab. Ich war mal hinten im Lager und habe auch noch Sudschublade rausgeholt. Und hier ist dann das Zubehör mit dabei. Das sitzt dann hier vorne dran. So glaube ich, so ungefähr oder so. So wird es sitzen, genau. Und da gucken wir jetzt gleich mal rein, weil wir brauchen ja dann unser Equipment. Cool. Das Logo wurde auch geändert. Das wollte ich kurz mal zeigen. Hier sieht man das so etwas. Und vor allem dann auch von der Rückseite sieht man das. Ist, glaube ich, so von den 30er Jahren. Hier das Logo von der Familie Sforza und jetzt gehen wir dann mal an die Arbeit. Ganz wichtig hier das elektrische Prüfprotokoll. Hier nochmal ein paar Sicherheitshinweise, was man alles beachten soll. Und das ist auf verschiedenen Sprachen. Das glaube ich, was ist es? Beim ersten Einschalten, was man da beachten soll. Okay. Cleaning the hydraulic circuits. Okay. Reinigung der Hydraulikkreise, also sprich vom Wasserkreislauf. Soll man das natürlich einmal gut durchspülen. Das steht dann drauf, wie man es halt macht, aber das machen wir dann zusammen auf meine Art und Weise und das kann sich ja dann jeder mal durchlesen, wer lustig ist und da hat man bestimmt viel Spaß dabei, okay? Ich sag nur eins, read the fucking manual, okay? Also das ist jetzt hier relativ dick, dieses Buch, aber wenn man dann schaut, wenn man dann die deutsche Version sucht, findet man sie hoffentlich. Ich gucke mal. So, irgendwo ist sie bestimmt. So, hier ist natürlich mal wieder. Ah, da. Also Seite 42 bis 51.de. Also ist nicht viel. Und das meiste ist natürlich immer ein bisschen. Guck mal, ob das auch stimmt. Jawohl, stimmt. Hier fängt es an. Wow, richtig fett. Okay, damit man auch ganz sicher ist. Dann Installation der Maschine, Reinigung der Maschine, Transport, Verpackung, Beschreibung. Da, das ist vielleicht Höhe, Breite, Tiefe, also was die Maschine auszeichnet ist, dass sie nur 25 cm breit ist, also relativ schmal gebaut und 19 Kilo wiegt. Und das ist natürlich cool, also mir gefällt sie, weil sie sehr klein ist. Dann Bedienung ist auch ein bisschen was geschrieben und Und über Entkalkung findet ihr natürlich nichts hier drin, weil die Maschinen soll man selber nicht entkalken. Okay, also das Handbuch wandert jetzt hier wieder in die Verpackung. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Das sind die ganzen Siebe. Ganz wichtig natürlich der Portionierlöffel, also den braucht man nicht. Den Plastiktemper braucht man auch nicht. Die Bürste ist gut
und die 7 sind okay und hier ist dann wenigstens ein schöner Temper mit dabei, okay? So, passend auch dazu und hier haben wir die Siebträger, die brauchen wir jetzt natürlich. Ein Siebträger mit einer Auslauf und einen mit Doppelauslauf. So, und ohne Sieb bringt das natürlich nichts. Das müssen wir jetzt dann irgendwie aufmachen. So, gucken wir mal. Das Blindsieb zur Reinigung, eh klar. So, das hier kann jetzt auch weg. Jetzt, wie setzt man so ein Sieb ein? Da hat man ja hier diese Klammer und diese Klammer ist im Prinzip ein gebogener Draht und dieser gebogene Draht hält dann das Sieb. So, zack, einmal draufhauen und hier beim Duplex auch. So, und schon sitzt es drin. Also das ist relativ simpel. Blindsieb brauchen wir jetzt im Moment nicht, tue ich auch mal hier hin. Und so. Ja, also passt, alles einwandfrei. Und jetzt kommt natürlich die Hauptarbeit. Was ich auch gut finde, dass hier dieser Schaumstoff das einfach ein bisschen polstert, sodass sich hier nichts verbiegt beim Transport. Was mir auch auffällt bei der Abtropfschale, die hat jetzt hier unten einen Ablauf und mit der Schraube kann man das dann rausnehmen und dann praktisch hat man seinen Ablauf, wenn man das möchte. Die Maschine hat jetzt noch keinen Festwasseranschluss, das kommt dann mit der PID-Version, das wird dann wahlweise Tank und Festwasser. Und was Bezzera neu gemacht hat, ist wie gesagt, dass das ganze Chassis aus Edelstahl ist. Also früher war hier nur Stahl und der Rest Edelstahl und jetzt ist alles Edelstahl. Und hier dieses Gepfriemel ist halt, das macht man nur einmal, dass man das hier abmacht und es ist immer etwas fummelig, aber es geht. So, das ist leider immer am Anfang, aber das ja nur einmal, das soll einfach das Material schützen, sodass hier nichts verkratzt. Und ja, wer jetzt hier geschickt ist, könnte man mal einen Wettbewerb machen, dass man das in einem runterkriegt, ob das jemand schafft, wer da entsprechend skillful ist und ein paar Tricks hat, wie man das am besten macht, kann mir mal was sagen. Und ja, ich bin da leider nicht ganz so geschickt, aber es geht, wie man sieht. So. Ah, jetzt schaut es schon besser aus. Und hier die Reste kriegt man dann weg. Diese dunklen Verfärbungen hier innen, das sind einfach noch die Spuren von der Erhitzung vom Metall durch das Schweißen. So. Zap. Und das ist jetzt natürlich dann dauert noch etwas länger, also ich schätze, ich bin noch so gute 5 Minuten beschäftigt hier mit dem Entfolieren. Milano gibt es dann in jedem Fall den Teil 2 mit der Aria PID und da lassen wir uns dann überraschen. Jups. So, setzen wir den Tank mal wieder rein. Aha, das Kabel. So, kann jetzt auch mal weg. So, das soll natürlich schön nach hinten.
Und dann braucht man nur noch eine Steckdose, etwas Strom und Wasser und einschalten und dann kann es losgehen. Das hier ist die Saugseite, also hier wird das Wasser angesaugt und hier kommt etwas Wasser zurück, je nachdem wie die Pumpe dann eingestellt ist. So. Okay, genaueres kann man dann sagen, wenn man hier oben mal aufmacht. Und dann sieht man noch ein bisschen mehr vom Innenleben. Und jetzt geht es hier wieder weiter. Ich bin ja noch nicht ganz fertig. So, bei mir ging es jetzt. Also das ist okay. So, das kommt weg. Haben wir hier wieder ein bisschen Wertstoff. Und ja, was sehen wir hier? Auch die schönen Tassen natürlich. Die wollte ich auch mal zeigen, die sind neu. Und die gefallen mir besonders gut, auch mit dem Logo. Das sind hier die Espresso-Tassen. Dann gefolgt hier von den Cappuccino-Tassen. Die sind immer im Sixpack verpackt. Und hier sind dann die Kaffeelatte-Tassen. Also das ist schon ein bisschen größer. Ja, drei verschiedene Tassen und die Maschine, die Aria, stelle ich dann ein hier mit dieser schönen Mazzamühle. Und dann haben wir auch verschiedene Kaffeesorten, hier zum Beispiel den 8020 von Bezzara oder den Buongiorno oder jetzt hier von Caffè Cagliari aus Modena den Espresso Bar. Und mit einem von den dreien werde ich dann arbeiten und dann gucken wir. Hier auch noch eine kleine Waage, damit kann man dann auch ein bisschen arbeiten. Und hier die Tamping Station auch mit dem Blindsieb. Okay, das gibt es dann auch im Zubehör. Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Und jetzt schaut die Maschine schon etwas anders aus, finde ich. Die Sudschublade kann sich ja dann jeder vorstellen, das mache ich jetzt nicht weg. Dann zieht man das einfach mal, anplagt und jetzt braucht man natürlich Wasser im Wassertank. Am besten immer kalkarmes Wasser nehmen mit möglichst wenig Calcium. Sollte also nicht mehr als 6 Grad deutsche Härte haben. 6 Grad deutsche Härte ist das Maximum. Warum? Weil sich das Calcium natürlich mit dem CO2 verbindet und dann speziell oberhalb von 90 Grad fällt es ja aus und bildet dann CaCO3, Calciumcarbonat oder auch genannt Kalk, Limestone, und das ist not so nice. Okay, so hier setzen wir den Tank rein. So, Stecker in die Steckdose. Und hier Switch on. Jawohl, da sieht man ein kleines Lichtlein. Und jetzt gucken wir mal, ob was passiert. Und ja, wir hören etwas, das heißt, die Pumpe saugt jetzt Wasser in den Kessel. Und dann sehen wir hier schon, wie jetzt das Niveau natürlich abnimmt im Wassertank. Also das ist jetzt die Erstinbetriebnahme. Und das heißt, normalerweise ist es praktisch, wenn ich jetzt schon ein bisschen Reservewasser nebendran stehen habe, aber wir werden ja jetzt gleich sehen, wie viel die Maschine raussaugt und ob das soweit passt. Also ich vermute mal, es passt. Weil gut ist immer, wenn man die Erstinbetriebnahme in einem durchführt, also nicht unterbricht. Ja, super. Jetzt gucken wir mal hier rein. Also so ein halber
Wassertank ist weg und ja, das ist eigentlich ganz okay. Jetzt kann ich dann langsam anfangen, mein Equipment ein bisschen aufzubauen. Hier die Tamping Station mit dem Tamper. Das hier kann ich wieder draufsetzen. Und jetzt lassen wir natürlich erstmal die Maschine etwas aufheizen. Okay, weil das soll ja alles warm sein. Und dazu nehmen wir uns einfach hier mal ein paar Tassen. Und die kann man natürlich hier auch schön draufstellen. Bei Gastromaschinen, die jetzt wesentlich mehr Hitze entwickeln, kann man die so rum hinstellen, die Tassen, damit der Rand oben nicht zu heiß wird. Aber wenn jetzt die Maschine nicht so super viel Hitze entwickelt, kann man sie auch so rum hinstellen. Das ist dann letztendlich Geschmackssache. Einer sagt so, der andere sagt wieder so. Und jetzt muss die erst aufheizen und von daher haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Und ja, dann machen wir jetzt einen kleinen Cut und gucken mal, was es danach zu erzählen gibt, wenn dann hier langsam der Druck ansteigt im Kessel. Okay, also bis gleich. Ciao. So, jetzt sieht man hier, wie das Ganze aufheizt. Man sieht es natürlich hier am Manometer vom Kesseldruck. Und der steigt schön an und wie man hört, ist die Maschine sehr leise. Das ist schon mal angenehm. Und der Kesseldruck pendelt sich so ein bei 1,2 bar. Also wirklich alles sehr leise, das ist schon mal angenehm. Wenn ich jetzt so eine Maschine, eine Erstinbetriebnahme mache, dann mache ich natürlich verschiedene Sachen. Ich spüle einfach mal alle Sachen gründlich durch. Also hier auch den Dampf zum Beispiel hier. Gucken wir mal, wie schnell es jetzt wieder hochkommt. Also einfach mal ein bisschen so die thermische Stabilität. Gucke ich jetzt an, beim Dampf ist das Verhalten normal. Wie gesagt, ist ja jetzt erst am Aufheizen, ist noch nicht heiß. Das merkt man auch hier, die Brühgruppe ist noch kalt. Und später soll die natürlich heiß sein, aber da das Erstinbetriebnahme ist, spülen wir alles durch. Weil wir wollen ja keine Produktionsrückstände mitkonsumieren. Das wäre nicht so lecker. Deshalb wirklich auf allen Kanälen alles durchspülen. Auch hier da praktisch Dampf, Espresso und Heißwasser. Heißwasser ist das hier. Okay, das spült man alles gut durch. Und wenn das alles durchgespült ist, mindestens ein, zwei Tankfüllungen und dann kann man praktisch anfangen mit Espresso, aber nicht vorher. Okay, das ist wichtig. Deshalb machen wir jetzt im nächsten Schritt einfach hier Water Tank Refill. Und weil, ja, es soll ja auch schmecken. Das kann man natürlich hier reinleeren. Das Gute ist, die Abtropfschale ist auch groß genug. Also das passt soweit. Vom Volumen und wenn man die rausnimmt, einfach so rausnehmen, natürlich nicht überlaufen lassen und dann kippt man die einfach aus. Und ja, Wassertank lasse ich jetzt drin, den fülle ich praktisch nach, damit der Aufheizprozess nicht unterbrochen wird. Parallel kann man, wenn man will, hier weiter die Dampfdüse laufen lassen, dass das ganze System schön durchgespült wird. Ja, und so schaut dann praktisch eine Inbetriebnahme aus. Cool.
Yeah, super. Wunderbar, molto bene. Ja. Yeah. Und ja, wie man sieht, das werden wir gleich sehen. Hier wird es jetzt schon warm. Könnt ihr natürlich nicht sehen im Video oder fühlen, aber ich kann es fühlen. Und das ist dann einfach, wenn das hier richtig heiß ist, kann ich nicht mehr drauf fassen, aber jetzt wird es schon warm. Und das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Soweit passt alles. Jetzt geben wir wieder unser Equipment drauf. Cool. Und jetzt würde ich sagen, sind die Böhnchen dran. Und ja, jetzt machen wir dann erstmal hier einen kleinen Spülinger. Den machen wir hier wieder weiter. Und bis das jetzt alles aufgeheizt ist, richtig durchgeheizt ist, dauert einfach noch mal so 10 Minuten. Dann spült man noch weitere 10 Minuten und dann ja, können wir so langsam an die Espresso- und Cappuccino-Verkostung gehen. Super. Und hier bei den Bohnen auch immer nur das reintun, was man am Tag braucht, also nicht zu viel. Jawohl, also hier geht schon was, das ist cool. Also genug Power hat die Maschine, das sieht man jetzt schon. Das ist schon mal richtig beeindruckend, angenehm. Und jetzt hört man auch, wie die Pumpe praktisch nachpumpt. Und vor allem habe ich jetzt so viel Heißwasser herausgelassen, dass natürlich jetzt der Kesseldruck erstmal absackt. Das war hier gerade interessant zu beobachten. Hier ist es jetzt praktisch wieder runtergegangen, weil ich einfach so viel Heißwasser dem Kessel entnommen habe. Und jetzt muss er erstmal durchheizen wieder. Aber das ist ja reine Absicht, damit einfach, wie gesagt, der Kreislauf gespült ist. Und hier sehen wir noch was, wollte ich kurz zeigen. Das ist hier die Lampe, die zeigt praktisch den Wasserstand an. Also wenn die Lampe leuchtet, ist genug Wasser im Wassertank. Wenn die Lampe aus ist, dann ist kein Wasser mehr im Wassertank und dann geht auch nichts mehr. Das kann ich sonst kurz nochmal demonstrieren. Nimmt man das hier einfach runter, ich lege das gerade mal weg, hebe den Wassertank an und dann müsste normalerweise hier das irgendwann ausgehen. Gucken wir mal, ob es ein bisschen braucht. Ja, jetzt ist es aus hier. Und jetzt setze ich den Wassertank wieder ein und es geht wieder an. Dauert einfach ein kleines bisschen, bis das dann reagiert. Guck mal, hier, so, jetzt ist es aus. Also so 5 Sekunden braucht es. Aber ist wie gesagt keine Gefahr. Und jetzt lassen wir es schön weiter hochheizen. Ich mache hier noch ein paar Spülheimers und dann geht's los. Und jetzt wird die Mühle befüllt. So. Ja. Und natürlich brauchen wir dazu dann warme Tassen später. Also deshalb sitzt ja alles schön oben drauf. So, gucken wir mal. So, ich mache jetzt einfach mal den hier auf, okay? Und haha, ich habe noch was von unserem lokalen Künstler, habe ich auch mal hier passend zu der Farbe, natürlich das richtige Bild, ist ja auch cool. Also wollte ich einfach nur mal zeigen, sonst steht hier immer Rembrandts Nachtwache, aber diesmal ist es Bastis Träumchen, okay? So nenne ich jetzt das Bild. So. Ah, Aroma ist schon mal
Richtig geil. Wow, super. Bomba. So. Und jetzt nehmen wir so eine Mühle in Betrieb. Dazu hier gucken, dass dieser Pfeil in Richtung User zeigt, also Richtung mir. Ja, und dann kann man hier einfach auf manuellen Modus gehen, dass hier erstmal ein bisschen was gefüllt wird. Und dann hat man hier praktisch so die Old-Fashioned-Methode. Das ist so für Grobmotoriker ideal, also für mich. Einfach ein bisschen das fühlen, wie es ist. Und man sieht es auch schon an der Beschaffenheit vom Pulver, dass es so in etwa hinhauen könnte. Erfahrungsgemäß weiß ich aber bei Matzer Mühlen, die haben hier links Gewinde, dass man einfach ein paar Millimeter mehr in Richtung Fein geht, also hier rüber. Und dann, ja. Bei einer neuen Mühle ist es eh so, die muss ich erst mal einmalen. Also da muss man einfach mal 100, 200 Gramm durchlassen, aber jetzt nicht gleich ein paar Kilo. Das wäre übertrieben. Ja, also von der Haptik ist es gut. Totraum hat die ungefähr 4 Gramm, also es geht. Wer weniger Totraum haben möchte, der nimmt dann einfach eine Super Jolly V Pro oder irgendeine Single-Dose-Mühle, aber ansonsten so für Otto-Normalverbraucher ist die Mühle obergeil, weil unkaputtbar und kaum Reklamationen. Von daher eine meiner Lieblingsgeschichten. Yeah! So, weiter geht's. So, was brauche ich noch dazu? Einen Pinsel. Pinsel ist immer praktisch, um dann später einfach hier entsprechend sauber zu machen. Wenn man so einen Siebträger benutzt, soll der natürlich warm sein. Wenn der kalt ist, ist es doof. Den Pinsel lege ich einfach mal hier zur Tamping Station. Dann, was brauche ich später noch? Milchschaumkännchen. Das stelle ich mal hier in die Nähe. Milch, wenn man Cappuccino möchte, ist auch ganz gut. Ich nehme halt immer Bio-Vollmilch, 3,5%. Dann eine Waage kann auch sinnvoll sein. Haben wir dafür noch Platz? Ja, hier ist so in etwa. Und so ein Pappbecher dann zum Abwiegen. Also finde ich ganz praktisch. Und wenn ich jetzt die Mühle einstelle, weiß ich schon ungefähr hier so 8,5 Sekunden für 9 bis 10 Gramm und hier dann in etwa so 11,5 Sekunden. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich hier zeitlang drauf bleibe, kommen die vier waagrechten Balken, dann gehe ich hier rüber, 11 Sekunden, machen wir einfach mal 11,5. Dann hier wieder ein paar Sekunden draufdrücken, bis es blinkt. So. Und dann kann man mal testweise schauen. Wenn ich jetzt auf On-Off gehe bei der Waage, den Becher drauflege, habe ich 3,7 Gramm. Gehe ich nochmal auf Tara, bin ich auf 0. Und jetzt gehen wir hier einfach mal auf Single Dose. Ja, und jetzt sehen wir dann gleich, na, hier nochmal Tara, so auf 0. Ne, der zuerst so, weg. So, und jetzt sind wir bei minus 3,8 Gramm. Jetzt gehen wir hier drauf. Wow, 13,4 ist also doch etwas viel. Das heißt, wir gehen dann hier mit der Zeitsteuerung etwas runter. Gehen wir einfach mal auf 7,5. So Faema-Brühgruppen brauchen immer ein bisschen mehr. Und jetzt gucken wir mal, wie viel jetzt hier rauskommt. Ja, 11,6, also können wir sogar noch ein kleines bisschen runtergehen.
Aber so für den ersten Versuch ist es dann schon mal ein guter Hinweis, wenn das jetzt so ist, dass hier der Siebträger nebendran liegt. Bitte einspannen und durchlaufen lassen, damit das Metall sich auch erwärmt. Weil dieses Metall hier soll warm sein. Wenn das kalt ist, kriegt man einfach ein frustrierendes Ergebnis. Weil dann wird der Espresso nur lauwarm, okay? Also das ist wichtig. So, jetzt gucken wir dann mal bei Double, was hier rauskommt. Ist natürlich schon auch zu viel, deshalb gehen wir hier einfach auch ein bisschen runter. Gehen wir hier einfach so, so gehen wir mal auf 10,6 Sekunden. Yeah. Okay. Nochmal ein zweiter Versuch. Wie gesagt, man sollte bedenken, dass halt diese VEMA-Brühgruppe, ja, jetzt sind wir bei zwischen 16 und 17 Gramm, bei 17,3 Gramm, das ist schon mal akzeptabel. Das ist einfach deutlich besser. Und das kann man jetzt im Prinzip hier einfüllen. Und dann haben wir schon mal einen ersten Anhaltspunkt. Jetzt wird hier kurz gelabelt, also gleich verteilt. So, beim Tempen ist es so, dass ich hier natürlich versuchen sollte, auf einer Ebene zu sein. Deshalb habe ich so hier ungefähr so eine Position von den Fingern. So in etwa, sollte also auch parallel sein. So, kann man wieder absetzen. Wenn man ungenau arbeitet, sieht man das dann sowieso beim Ausfluss. Das ist jetzt, wie gesagt, noch nicht trinkbar. Schön leise ist die Pumpe. Aha, und wie wir sehen, ist der Ausfluss natürlich zu schnell. Das heißt, hier kann ich eigentlich noch mehr in Richtung fein gehen. So in etwa. Und dann werden wir natürlich merken, dass wir jetzt die Zeitdauer wieder erhöhen müssen, weil natürlich je feiner ich die Mühle einstelle, umso länger muss ich ja mahlen, um die gleiche Menge zu erzeugen. Deshalb kann ich jetzt hier gleich wieder ein bisschen hochgehen. Aber das ist jetzt so der erste Versuch. Gehe ich einfach hier mal wieder so auf 8,3 Sekunden hoch. Für den Einer. Und für den Doppelten gehe ich auch gleich etwas hoch. Gehe ich mal so auf 11,5. Das ist jetzt erstmal reine Gefühlssache und ich kontrolliert es jetzt gleich gegen. Jetzt lasse ich natürlich erstmal ein bisschen Totraum raus. Denn wenn ich den mal gerade ändere, dann verändert sich natürlich auch die Körnung. Das sieht man hier. Ich nehme gerade mal was vom alten und vom neuen Pulver. So, sieht man hier. Das hier ist zu grob und mit dem werden wir jetzt sehen, wo wir hinkommen. Also schaut einfach anders aus. So. Okay. Ist das. Das Rascheln geht, oder? Ist nicht so schlimm. So. Jetzt machen wir hier nochmal einen Check. Ja, 13,2 Gramm ist natürlich zu wenig.
Ja, 16,6 ist okay. Und dann sehen wir jetzt gleich einen Unterschied. So, sauber, wird eingefüllt. Hier wieder ein bisschen gelabelt mit meiner Handinnenfläche. Anpressen. Spülen, das ist wichtig, nach jedem Bezug spülen. Jetzt organisiere ich mir noch eine Tasse und die Tassen sollen natürlich heiß sein. Wenn die Tassen kalt sind, bringt es auch nichts. Ja, jetzt können wir dann schon auch mal die Cappuccino-Power, Dampf-Power begutachten, ob da was rauskommt. Jawohl. Und jetzt sehen wir dann gleich mal die unterschiedliche Farbe bzw. wie das dann rausfließt, ob wir da eine Änderung sehen. Aha. Jetzt schaut das Ganze schon anders aus. Ich setze das hier gerade mal nebendran. Und so nach 20, 25 Sekunden kann man dann aufhören, das heißt Hebel nach unten. So, jetzt bin ich mal neugierig, wie die schäumt, weil das habe ich noch nicht probiert. Aber erstmal Testpresso, okay? Ja, das hier ist nichts, aber das schaut von der Crema schon gut aus, guckt euch das mal an. Das hier ist also gar nichts, das steht jetzt auch schon 2 Minuten rum. So, Geruch ist auch gut. Ja, Geschmack ist geil. Also so ungefähr kann man sich daran arbeiten und mit Waage tut man sich halt leichter am Anfang. So, ein bisschen Kondenswasser ablassen. Die offizielle Position ist so, dass hier habe ich praktisch eine Führung mit dieser Schnepfe. Okay, und dann muss ich mir halt die Position überlegen, wie ich reingehe. Das soll in jedem Fall nicht in der Luft hängen. So leichtes Schlürfen. Und dann kann man hier die Position entsprechend anpassen. Und mein Thermometer ist jetzt hier meine Hand. Und wenn das heiß wird, dann höre ich einfach auf. Und dann sieht man, hat man hier ein paar grobe Blasen, das ist nicht schön. Und wenn ich so ein bisschen aufklopfe, so, dann ist es schon weg. Jetzt homogenisiere ich das Ganze. Schaut schon viel besser aus. Kann hier praktisch so einen Schluck reingeben. Kann das Ganze hier wieder vermischen. Habe ich wieder eine Basis. So, dann haben wir hier ein kleines Herzchen. Also hier schäumt gut auf. Natürlich brauchen wir jetzt hier noch einen SpongeBob. Ich mache mal einen kurzen Tester, okay, ob das passt. Cool. Geil, wow. Wichtig ist natürlich hier bei der Maschine, den Pumpendruck kann man von unten auch verstellen, aber so wie es jetzt eingestellt ist, passt es. Also da muss man gar nichts verstellen, das hört man schon. Vor allem sieht man auch hier jetzt den Pumpendruck, der ist jetzt hier bei 9 Bar. Mit Blindsieb geht es dann vielleicht auf 10 Bar. Ganz wichtig ist hier natürlich auch zu beachten, so einen kleinen Schluck, nachmittags trinkt man normal kein Cappuccino, aber wir haben ja schon früher Abend, von daher ist es wieder okay. Bei beengten Platzverhältnissen sollte man einfach ein bisschen improvisieren
Und hier merkt man schon, das Ding ist rappelvoll. So, übers Kabel sollte ich auch nicht stolpern. Also hier empfiehlt sich wirklich nicht zu viel reinzulassen, sonst gibt es dann Riesensauerei, okay. Aber jetzt ist dann natürlich so gute Balance angesagt. Und wenn man dann noch mehr reinmacht, gibt es dann halt Sauerei auf dem Boden. Und, aber bei mir sah es jetzt ganz gut aus. Top, die Watte quillt, okay. So. Alles gut. Ja, von daher habe ich das jetzt mal gezeigt, wie die Maschine funktioniert. Ich brauche nur noch kurz ein Tuch, geht auch so ein Handtuch oder ein Mikrofasertuch. Das sollte natürlich etwas angefeuchtet sein, weil wenn das trocken ist, kriegt man das hier schlecht sauber. So, das ist einfach Frage der Hygiene. Und natürlich soll hier, das geht ja auch immer Milch ins Innere des Rohres, deshalb immer nach jedem Mal nachdampfen. Nach unten gibt es hier kleine Stöße und hier nach oben ist es konstant. So, okay. Was kann ich sonst noch sagen? Also insgesamt bin ich mit der Maschine super zufrieden. Vor allem ist er halt sehr klein. Wie gesagt, gerade 25 cm breit, das ist cool. Leise, macht keinen riesen Rabatz und ja, einfach top. Und wie gesagt, nehmt einfach gescheite Produkte, guten Kaffee. Eine Waage ist wie gesagt recht einfach oder man ist sehr hilfreich. Man kann die dann auch hier hinstellen zum Beispiel, wenn ich jetzt, genau, das kann ich nochmal zeigen. Für einen Single, den haben wir jetzt noch nicht getestet, hier wieder kalter Siebträger. Gibt dann einfach nur einen lauwarmen Espresso, deshalb hier einfach ruhig ein bisschen Wasser durchlaufen lassen. Jawohl, passt. Und das ist jetzt der Klassiker, wie viel Gramm sind das wohl? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich wiege das wieder. So machen wir hier Tare. So, da sind wir jetzt zumindest so ungefähr in der Nähe. 10,8 Gramm, also so zwischen 9 und 11 Gramm, arbeite ich selber immer mit Faema-Brühgruppen, von daher passt es. Wenn einem das zu viel Kaffeemehl ist, dann einfach mal gerade minimal feiner und dann wird die Menge schon weniger bei der gleichen Zeit. Und wenn es dann zu fein ist, bringt es natürlich auch nichts. So, hier wieder anpressen. Also es sollte halt eben sein. Und jetzt kann ich hier natürlich dann auch auf, habe ich hier bei so verschiedene Modes. Und dann, genau, machen wir nochmal aus. Weil jetzt muss ich ja hier Tasse draufstellen. Hier wieder auf Tara drücken. So, Siebträger einspannen. Hebel ziehen, auf Zeit drücken. Und jetzt haben wir hier schon auch einen Anhaltspunkt, wie viel jetzt rausfließt, okay? Das ist natürlich dann auch hilfreich. Also habe ich praktisch meinen Shotcounter in der Waage integriert. So, das heißt, ich habe dann in 25 Sekunden waren das, glaube ich, habe ich dann 22,9 Milliliter rausgelassen.
Und da hat man halt, dann kann man so seine Flowrate halt bestimmen. Aber die Farbe für so ein Single schaut auch wieder okay aus. Also von daher würde ich das lassen. Nachteil beim einer Sieb ist, dass das bisschen so ist wie so ein, ja, wie sagt man da, so ein Zylinderstumpf. Also das Volumen ist anders. Beim Zweier habe ich eher einen Kegelstumpf. Was erzähle ich dann für einen Scheiß? Und hier habe ich eher einen Zylinder. Und hier beim Zweier-Sieb kann ich halt einfacher extrahieren. So lässt man das natürlich nicht zurück. Man pinselt das Ganze aus. So, das heißt, ups, Entschuldigung, war ich an der Kamera. Die alten Krümel sollen natürlich raus sein. Das heißt, ich möchte ja nicht den alten aus extrahierten Kaffee nochmal trinken, sondern das frische. Gute Material. Ja. Und von daher ist hier bei diesem Kegelstumpf, habe ich einfach immer ein bisschen mehr Sauerei drin. Vor allem jetzt beim Ausklopfen werden wir das gleich sehen. Bleibt einfach hier immer mehr hängen und das ist halt normal. Da sieht man einfach die Charakteristik dieses Sieb. Das eine Sieb schaut einfach anders aus als das Doppelsieb, okay? Ist aber kein Problem. So, machen wir das wieder sauber. Auch hier wieder alles raus. Hier die Dichtung oben soll sauber sein, hier am Rand sauber und hier drin sauber. Und dann ist das alles wunderbar. So, und dann kann es weitergehen. Also die Maschine fehlt nur für mich, dass eben noch ein Festwasseranschluss, ein optionaler, nicht dabei ist. Der könnte dabei sein, der kommt dann aber mit der Version mit PID. Aber so als Basic-Version für zu Hause in Tankbetrieb echt obergeil, weil es halt auch sehr leise ist. Hat eine Rotapumpe drin und ja, ist einfach cool. Also klein und fein. Und das Design ist auch cool, gibt es halt in sich unterschiedlichen Designs, aber dieses Edelstahl ist halt so der Klassiker. Und die Rückseite schaut halt auch geil aus. Die sieht ja kaum jemand, aber es hat was. Und mir gefällt dieses alte Logo richtig gut. Also für mich hat es echt Stil. Ja, das war jetzt ein bisschen ein längeres Video. Ich wollte es einfach mal komplett zeigen, wie man ja, mit sowas umgeht. Und dann, ja, in dem Sinne, ich hoffe, es war nicht langweilig und es hat ein bisschen was gebracht mit ein paar kleinen Details. Und dann sage ich mal, ciao, ciao. Vielen Dank und wunderbar, dass es euch gibt. Und mir macht es immer riesen Spaß, ein bisschen was zu zeigen. Dankeschön. Ciao.